Wir haben die 1000 Abonnenten auf YouTube erreicht und wollen uns in diesem Video ganz herzlich bei euch dafür bedanken und euch ein bisschen erzählen, wie es für uns und für unsere Weltreise weitergeht. Abonnenten auf YouTube, das mag im Kosmos von Social Media gar nicht mal so viel klingen, aber uns bedeutet das sehr viel. Das sind 1000 Leute, beziehungsweise jetzt sogar schon 1100, die Videos von uns gesehen haben und auf den Abo-Knopf gedrückt haben, weil sie mehr sehen wollen. Das ist für uns, wir haben eine riesengroße Wertschätzung durch euch und wir wollen uns an dieser Stelle einfach bedanken und ja, freuen uns einfach, dass mittlerweile so viel diese Reise begleiten und interagieren, die Videos gucken, kommentieren, liken. Ja, wir hatten uns vor der Reise nicht ausmalen können, was auf YouTube passiert. Natürlich hat man immer so ein paar Ideen im Kopf gehabt und ein paar Ziele, aber 1000 Abonnenten, das ist schon wirklich sehr schmeichelhaft. Und jetzt können wir vielleicht sogar von so einer kleinen Community sprechen. Und bei der wollen wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Ja, gerade in den letzten Wochen sind auch noch mal relativ viele neue Abonnenten dazugekommen. Und deswegen wollten wir auch noch mal darauf hinweisen, dass es auf unserem Kanal schon ganz viele YouTube-Videos gibt. Wir sind jetzt seit knapp 10 Monaten unterwegs und waren die ersten 6 Monate in Mittel- und Südamerika. Da haben wir auch schon immer gevloggt. Danach sind wir hier nach Südostasien gekommen. Da findet ihr auch viele Videos zu. Es gibt dann auch immer Länderguides über die Länder, in denen wir ein bisschen länger waren, mit allen Infos auf einen Blick, mit Route, Highlights und Kosten. Und zwischendrin auch immer noch so ein paar allgemeine Videos, zum Beispiel zu unserer Packliste oder zu Gadgets, die auf keinen Fall fehlen dürfen und sowas in die Richtung. Ansonsten sind wir natürlich auch auf Instagram unterwegs. Da findet ihr dann mehr so Daily-Content. Also dann nehmen wir euch immer täglich mit, gerade in den Stories. Das ist immer so das Aktuellste. Da seht ihr dann immer, wo wir gerade sind. Ja, außerdem haben wir auch einen eigenen Reiseblog, www.betterbeyond.de. Mag so ein bisschen oldschool klingen, aber ich muss ehrlicherweise sagen, wir persönlich nutzen auch Reiseblogs am meisten für unsere eigenen Recherchen, weil das viel informativer ist als ein 10-sekündiges Reel auf Instagram, wo irgendwelche Highlights aufgelistet werden. Weil ja, da haben wir nämlich auch ganz viele Verlinkungen drin zu Unterkünften, Produkten, Aktivitäten und so weiter. Und das ist auch kein persönlicher Reiseblog, also wir schildern da weniger unsere persönlichen Erfahrungen und Gefühle als viel mehr Informationen. Von daher lohnt es sich da zu Recherchezwecken auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Also alles, was ihr hier in den YouTube-Videos seht, findet ihr auch auf unserem Blog, meistens sogar noch viel ausführlicher mit Fotos. Und wir haben auch immer die passenden Blogbeiträge zu jedem YouTube-Video in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut bei www.betterbeyond.de auf jeden Fall mal vorbei, das lohnt sich. Ja, und eine Sache, die sich bei 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime auf YouTube auch ändert, ist das Schalten von Werbung. Und diesen Meilenstein haben wir jetzt erreicht und daher werdet ihr zukünftig auf diesem Kanal auch Werbeanzeigen sehen, vorm Video oder mitten im Video. Die schaltet YouTube bzw. Google, da haben wir auch keinen oder nur sehr wenig Einfluss darauf, welche Werbeanzeigen das sind. Und wir kriegen da eine kleine Gewinnbeteiligung von Google ausgezahlt am Ende des Monats. Wie viel das ist, wissen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Wir reden da am Anfang vielleicht von 50 Euro im Monat, also es ist nicht mehr als ein kleines Taschengeld und ein sehr, sehr schlechter Stundenlohn, weil da steckt sehr viel Arbeit dahinter, die wir aber sehr gerne machen. Von daher hoffen wir, dass ihr das akzeptieren könnt. Die meisten anderen Kanäle, die ihr verfolgt, haben eh wahrscheinlich schon Werbung geschaltet. Von daher sollte das jetzt auch nichts Neues mehr auf YouTube sein. Und ist auch ein kleiner Anreiz für uns weiterzumachen. Und ja, wir hoffen, dass das irgendwie keinen verprellt. Falls ihr irgendwie findet, es ist zu viel Werbung oder unpassende Werbung, dann schreibt uns das in die Kommentare oder kontaktiert uns irgendwie, dass wir das abschalten können. Da ist Feedback auch wichtig. Aber ihr könnt auch verstehen, hoffentlich, dass wir uns ein kleines Taschengeld für unsere Reise, ja, gerne mitnehmen. Ansonsten wollten wir noch mal kurz was dazu sagen, wie es jetzt so für uns weitergeht. Also wir hatten damals angedacht, dass wir ungefähr ein Jahr auf Weltreise gehen wollen. Wir sind jetzt seit 10 Monaten unterwegs und sind jetzt gerade hier in Vietnam. Als nächstes geht es für uns nach Laos, nach Kambodscha und danach auf die Philippinen. Und dann wird wahrscheinlich so ungefähr dieses Jahr, was wir angedacht hatten, auch rum sein. Wir haben aber noch ein paar andere Länder im Kopf, die wir auf jeden Fall auch gerne sehen würden. Ja, hier in der Region beispielsweise Südkorea, Taiwan und vor allem auch Nepal. Aber auch außerhalb von Asien, also in Afrika, haben wir ein paar Länder auf der Bucketlist. Auch Südamerika haben wir noch nicht alles gesehen, Chile beispielsweise. Oder am anderen Ende der Welt, Australien, Neuseeland. Das ist natürlich sehr interessant, aber auch ein bisschen teurer. Von daher müssen wir einfach schauen, wie sich alles zukünftig entwickelt. Wir sind auf jeden Fall noch nicht reisemüde. Wir haben mega Bock, ehrlicherweise. Also nach 10 Monaten, wie am ersten Tag, noch Entdeckerlust. Und es macht so viel Spaß, dieser ganze Lebensstil auch mit Content produzieren. Ja, ist einfach für uns so eine richtige Selbstverwirklichung geworden. Und wir genießen das sehr. Wir freuen uns, dass wir euch auf diese Reise mitnehmen, dass wir jetzt so eine kleine Community haben, mit der wir das alles teilen können. Und ja, einfach ein Riesendank an dieser Stelle. Es freut uns sehr und wir sehen uns dann im nächsten Video, wahrscheinlich aus Vietnam in einem kleinen Vlog. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke, dass ihr dabei seid.